So, jetzt hier das Goliath-Raketensortiment von Weco. Ziemlich teuer für 19 Euro. Wir haben hier fette Weco-Raketen mit dabei, Dreischlag, Doppelschlag und auch so fette Raketen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kleinkram dabei, die Sonne machen wir nicht, die geht mega lange. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir hier machen und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, die Raketen werden wir gleich alle testen. Wir fangen jetzt aber erstmal hier an. Wir testen mal die Kanonenschläge von Weco. Mal schauen, wie die sind. Nicht besonders laut, aber geiler Funkenflug. So, jetzt hier die kleinen Reifkopfknaller. 10er Packung. Mal schauen, wie die so sind. Ja, sind ganz gut laut. So, weiter geht's hier mit dem Anzündstäbchen. Alle Feuerzeuge mittlerweile im Arsch. Sind auf jeden Fall ganz gute Reibkopfknaller. Kanonenschläge auch in Ordnung. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal einen Gold- und Silberregen. Die lassen wir dann auch weg und dann starten wir auch mit den Raketen. So, jetzt Gold- und Silberregen. Sehr geil. Sind auf jeden Fall auch nicht schlecht, so für die Zeit zwischendurch. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir mal die ganzen Raketen weg. So, jetzt die beiden Dragstar-Raketen. Richtig schöne Zerleger, gehen auf jeden Fall ab. So, dann jetzt hier mal direkt die Dreischlagrakete. Sehr geil. Raketen sind auf jeden Fall gut. Set ist ein bisschen teuer, aber kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. So, dann jetzt hier eine Doppelschlagrakete. Auf jeden Fall fette Zerleger, Leute. Ganz nice. So, direkt die nächste hinterher. Wieder Doppelschlag. So, und jetzt die letzte Rakete, da erhoffe ich mir einen fetten Zerleger von, die Zion-Rakete. Mal schauen. Ja Mann, richtig geil. Set kann man sich auf jeden Fall geben. Geile Raketen, bisschen Premium-Stuff an Kleinkram kann man sich auf jeden Fall geben. Wie schon gesagt, bis zum nächsten Video. Explosive Fireworks.